In den Jahren 17, 16 vor Christus, so genau kann man das heute gar nicht mehr feststellen, trugen sich ungeheuerliche Ereignisse am Niederrhein und im Westen Galliens zu. Wieder einmal hatten germanische Stämme den Rhein überschritten. Sie suchten nach besseren Siedlungsgebieten und plünderten das noch in einem frühen Stadium der römischen Provinzialisierung befindliche Gebiet links des Rheins. Diesen Unruhestiftern trat noch im selben Jahr der damalige Statthalter der Gallia Comata, Marcus Lollius, entschlossen mit seiner 5. Legion entgegen. Die darauffolgenden Kampfhandlungen endeten jedoch in einer vernichtenden Niederlage des Lollius und führten sogar zum Verlust des Adlers der 5. Legion. Dieses Ereignis veranlasste Kaiser Augustus nicht nur zum sofortigen Handeln, sondern führte jedem wieder einmal vor Augen, welches militärische Potenzial lediglich ein paar germanische Stämme entfalten konnten. Und wie gefährlich dieses selbst für eine römische Armee war. Diese Niederlage sollte der Auftakt für groß angelegte Militäroperationen ins Innere Germaniens werden, die nahezu 30 Jahre andauern sollten und Rom bis in die Gebiete östlich der Elbe führte. Erst durch die katastrophalen Ereignisse des Jahres 9 nach Christus, welche in der Varusschlacht mündeten und den anschließenden Feldzügen des römischen Feldherren und Prinzen Germanicus im Jahre 16 nach Christus, sollten diese Operationen ihr jähes Ende finden. Film ab. Zwar begannen die Planungen für die Germanenkriege des Augustus mit der Niederlage des Statthalters Lollius, doch stellte dies natürlich nicht den Anfang der Auseinandersetzung zwischen Rom und den Germanen oder besser gesagt den Stämmen entlang des Rheins und davon östlich gelegen dar. In den Tagen der Römischen Republik verbreiteten die Züge der Kimbern und Teutonen um 100 vor Christus Angst und Schrecken in Italien. Sie sorgten zur Manifestierung des sogenannten Furor Teutonicus, der teutonischen Raserei oder Angriffslust. Nach einem halben Jahrhundert führte Gaius Julius Caesar römische Truppen im Zuge seines Gallischen Krieges von 58 bis 51 vor Christus an den Rhein und schuf somit die römische Rheingrenze. Diese sollte bis zum Untergang des Weströmischen Reiches für mehr als 400 Jahre Bestand haben. Im Zuge seiner Feldzüge hatte er bereits immer wieder mit germanischen Stämmen zu kämpfen gehabt und warb diese später sogar selbst als Hilfstruppen für seine Armee an. Der suebische Heerführer Ariovist, welchen Caesar 58 vor Christus vernichtend geschlagen hatte, dürfte vielen ein Begriff sein. Caesar war somit das immense Gefahrenpotenzial der immer wieder umherwandernden und in Gallien einbrechenden germanischen Stämme vollkommen bewusst. Aus keinen anderen Gründen überschritt er selbst zweimal in den Jahren 55 und 53 vor Christus den Rhein, in deren Zuge er seine berühmten Rheinbrücken errichten ließ. Die Problematik dieser umherwandernden Stämme konnte Caesar jedoch auch nicht lösen. Er sorgte durch seine Vorstöße lediglich für eine Verschnaufspause an der Rheingrenze, die ihm während seines Gallischen Krieges den Rücken frei halten sollte. In diesem Zusammenhang darf man auch nicht vergessen, vor welch großen Herausforderungen die römische Armee und schlussendlich die Verwaltung gestellt wurde. Mit der Eingliederung des von Caesar eroberten großen Teils Galliens wurden die Gebiete Bestandteil des Römischen Reiches und mussten nun an den neuen Grenzen gesichert werden. Schauen wir uns daher jetzt noch einmal genauer die Zeit zwischen dem Ende des Gallischen Krieges, 51 vor Christus, und der Niederlage des Statthalters Marcus Lollius 17-16 vor Christus genauer an. Der Beginn der Offensiven ins Innere Germaniens und die in ihrem Anfang stehende Niederlage des Statthalters Marcus Lollius können nur vor dem Hintergrund einer Neuordnung und nachhaltigen Sicherung der noch recht frischen gallischen Provinz richtig verstanden werden. Dieser Blick ist auch deswegen wichtig, da er erahnen lässt, wie man sich eine spätere Provinzialisierung in Germanien und deren weiteren Verlauf vorzustellen hätte, wenn dieser nicht durch die Varusschlacht ein jähes Ende bereitet worden wäre.
zur Provinzialisierung oder inwieweit wir uns heute die Provinzialisierung Germaniens bis zur Varusstadt vorstellen, wird es auch nochmal eine extra Folge geben. Kurz nach der Eroberung waren die neuen gallischen Gebiete noch nicht in verschiedene Provinzen aufgeteilt. Sie wurden in ihrer Gesamtheit als eine einzige Verwaltungseinheit namens Gallia Comata angesprochen, was so viel bedeutete wie das langhaarige Gallien. Dies ist natürlich eine herabwürdigende Anspielung auf das lange Haupthaar der dortigen Stämme gewesen. Solcherlei Wortspiele zeigen auch sehr eindrücklich den Umgang, welchen Rom mit neu eroberten Bevölkerungsgruppen pflegte. Die Folgezeit war von recht wenigen Koloniegründungen geprägt, wenn man von Nyon, Augst, beide in der Schweiz, und Lyon in Frankreich als einzige im gallischen Raum absieht. Gab es nur wenige Eingriffe in die Siedlungslandschaft. Vielmehr war Rom mit seinen inneren Konflikten und den nicht enden wollenden Bürgerkriegen beschäftigt. Deshalb bezog man teilweise die ehemalige gallische Führungselite mit ihren Zentralorten, genannt Oppida, in die Verwaltung mit ein. Schwung in die Sache kam erst durch die beiden Statthalterschaften des Agrippa, ein Freund und enger Vertrauter des späteren Kaisers Augustus. 39, 38 und 20 bis 18 vor Christus. Im Rahmen dieser Amtszeiten wurden wichtige Entscheidungen getroffen und Vorhaben zur Umsetzung veranlasst. Der Stamm der Ubier wurde am linken Rheinufer angesiedelt. Dazu wurde der Siedlungshauptort und die spätere Hauptstadt Oppidum Ubiorum gegründet, später bekannt unter dem Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium, dem heutigen Köln. Die Verwaltung wurde weiter gefestigt und womöglich widmete er sich in seiner zweiten Statthalterschaft dem umfangreichen Neu- und Ausbau eines komplexen Straßennetzes, dessen Zentrum Lugdunum das heutige Lyon bildete, wodurch schnelle Truppenbewegungen, deren Logistik als auch die Wirtschaft nachhaltig unterstützt wurden. Die ehemaligen gallischen Zentren, genannt Oppida, hatten jedoch nun langsam ausgedient. Sie verloren gegenüber den neuen römischen Ortschaften, welche sich am neuen Straßen- und Wegnetz orientierten, an Einfluss und wurden mit der Zeit ganz aufgegeben. Es gab aber auch keltische Siedlungen, zum Beispiel Lugdunum, die strategisch so günstig lagen, dass sie von den Römern einfach weitergenutzt worden sind. Die Endung um deutet dabei immer auf eine keltische Ursprungssiedlung hin, zum Beispiel wie bei Carnuntum in Österreich und bei anderen Orten. So friedlich sich das alles hier gerade anhört, darf nicht unerwähnt bleiben, dass es in dieser Zeitspanne auch einige Konflikte gegeben hat. Es gab nämlich immer wieder kleinere und größere Aufstände, in welchen sich wohl der Unmut über die neuen Machthaber zu entladen versuchte. Oder manche lokale Eliten, welche ihren Einfluss schwinden sahen, versuchten nochmal das Rad zurückzudrehen. Zu erwähnen sei hier ein größerer Aufstand, welcher von Agrippa in seiner ersten Amtszeit 39, 38 vor Christus niedergeschlagen wurde. 29 vor Christus rebellierten noch die Treverer und mussten wieder zur Ordnung gerufen werden. Das scheint wohl auch der Ursprung der heutigen Stadt Trier zu sein, weil damit eine längere Stationierung von römischen Truppen verbunden gewesen ist auf dem Petrisberg bei Trier, und später geht dann die römische Siedlung oder das Militär vom Petrisberg dann runter ins Tal und damit wird dann sozusagen die römische Stadt Trier begründet, die es heute in dieser Form ja immer noch gibt und ich glaube, auch fast eine der ältesten Städte auf deutschem Boden darstellt somit. Daneben beunruhigten immer wieder germanische Stämme die angespannte Lage und wurden von gallischen Stämmen sogar manchmal als Söldner zu Hilfe gerufen. Allein dieser Umstand zeigt, dass es, wie man sich denken kann, einen guten Kontakt auf die östliche Rheinseite gegeben hat. Dieser Fluss stellt nicht die Grenze dar, wie man gemeinhin immer denkt oder wie wir das aus Caesar uns immer vorstellen, wenn er an den Rhein kommt und den Rhein als Grenze zwischen Gallien und Germanien macht. Das linksrheinische Gebiet, also die Gebiete, die sich nahe am Rhein links davon befinden, wurden von den Römern auch noch als Germanien bezeichnet. In diesem Zusammenhang ist wohl der Rheinübergang des Agrippa zu verstehen, welcher als erster nach Caesar wieder in rechtsrheinisches Gebiet vordrang. Dort versuchte er in einer Mischung aus Machtdemonstration und einer Absteckung des römischen Einflussbereiches die vorhandenen Stämme wohl einzuschüchtern.
Natürlich wurden im Rahmen solcher Expeditionen auch immer Verträge geschlossen und man konnte sich eine gewisse Orts- und Menschenkenntnis in diesen Gebieten aneignen. Ohne diese Erkundungen und Erkenntnisse wäre eine Umsiedlung eines ganzen Stammes wie dem der Ubier auf das linke Rheinufer gar nicht möglich gewesen. Von römischer Seite mischte man sich also damals schon in die Stammesbeziehungen entlang des Rheins und schien diese bereits zum politischen Vorteil genutzt zu haben. Die Ubier scheinen in einigen Konflikten mit anderen Stämmen gestanden zu haben und nahmen die Möglichkeit, einen festen Wohnsitz auf dem linken Rheinufer zu erhalten, dankend an. In diesem Zusammenhang ist auch noch ein spannender Sachverhalt bei Cassius Dio überliefert, welcher folgende Vorkommnisse für das Jahr 25 vor Christus überliefert. Zur gleichen Zeit bestrafte Marcus Vicinius einige Germanen, weil sie Römer, die zu Handelszwecken in ihr Land gekommen waren, festgenommen und getötet hatten. Marcus Vicinius war also, um römische Händler zu rächen, zu einer Strafexpedition in rechtsrheinisches Gebiet aufgebrochen. Diese Textstelle ist eine der wenigen schriftlichen Hinweise auf römische Händler in Germanien und zeigt, dass man von römischer Seite nicht nur politisch-militärisch, sondern ebenso auch wirtschaftlich aktiv gewesen ist. Man kann nur darüber mutmaßen, aber es dürfte nicht allzu unglaubwürdig sein, in diesen Händlern natürlich auch Informanten zu sehen, welche sowohl wichtige Veränderungen als auch Vorkommnisse unter den Stämmen meldeten und vielleicht auch geografische Beschreibungen und Hinweise weitergaben. Eine, wenn man so sagen möchte, anfängliche Landesaufnahme Germaniens mit der Anfertigung von Karten wird wohl bereits während der Feldzüge Caesars, dann Agrippas und in weit größerem Umfange unter Drusus und Tiberius erfolgt sein. Über die Kartografie Germaniens wird es nochmal zwei Episoden geben. Einmal werde ich dazu ein bisschen was in der dritten Folge zu den Quellen zur Varusschlacht und woher eigentlich die antiken Autoren ihr Wissen für ihre Werke hatten sagen. Und dann werden wir nochmal eine ganze Episode machen, wie man sich überhaupt die Kriegsführung in Germanien vorzustellen hat. Diese ganze Gemengelage müssen wir uns immer vergegenwärtigen, wenn wir auf die Niederlage des Statthalters Marcus Lollius im Jahr 1716 vor Christus zu sprechen kommen. Auf römischer Seite, das zeigten schlussendlich die Bestrebungen von Agrippa, versuchte man mit allen Mitteln, die im Werden befindlichen Provinzstrukturen Gallien zu schützen. Ein Überschreiten des Rheins durch germanische Stammesverbände, welche nach Siedlungsgebieten suchten oder lediglich auf Beute aus waren, stellte eine große Bedrohung der bereits erreichten Fortschritte in Gallien dar. Die Gefahren innergallischer Aufstände erlaubten es auch nicht, die Rheingrenze in einem Ausmaße abzusichern, dass Rheinübergänge größerer Verbände vollkommen verhindert werden konnten. Man stellte Außenposten auf und die feste Ansiedlung germanischer Stämme am Rhein stellte womöglich auch eine Art Sicherungsmaßnahme dar. Dadurch wurde das Gebiet beobachtet und wahrscheinlich auch strukturelle Spionagetätigkeit neben einer Befragung von Reisenden und Händlern geschaffen. Das römische Heer aber war zu dieser Zeit noch weitestgehend im Landesinneren an Zentralorten und neu gegründeten römischen Ansiedlungen stationiert. Um schnellstmöglich gegen ausbrechende Aufstände vorgehen zu können und bereits errichtete römische Orte abzusichern. Da ging es natürlich auch darum, die ganzen Wirtschaftsstrukturen und vor allem natürlich auch Menschen mit römischem Bürgerrecht zu schützen, wenn solche Aufstände ausbrachen, weil sich natürlich auch oftmals die Aggression denn gegen diese Einwohner entladen konnte. Die zweite Amtszeit des Agrippa als Statthalter in Gallien verlief von 20 bis 18 vor Christus und ging dann an Marcus Lollius über. Lollius war keinesfalls ein Anfänger, wenn es um die Errichtung oder Verwaltung von Provinzen ging. Bereits zuvor war er als Statthalter mit der Neuordnung der Provinz Galatien in Kleinasien betraut gewesen und bekleidete 21 vor Christus sogar zusammen mit Quintus Aemilius Lepidus das Konsulat in Rom. Er brachte aber auch einiges an militärischer Erfahrung mit und hatte sowohl am letzten Bürgerkrieg des zweiten Triumvirates teilgenommen, als auch an Kämpfen auf dem Balkan gegen die Thraker in den folgenden Jahren. An dieser Stelle darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass Lollius während des letzten Bürgerkrieges auf der Seite von Marcus Antonius und somit auf der Verliererseite gestanden hatte. Er wurde jedoch später von Augustus begnadigt, vielleicht schwingt aber in der späteren Kritik nach seiner Niederlage
auch noch diese frühe Parteinahme etwas mit. Ohne Wenn und Aber muss man konstatieren, dass Lollius zu den neuen Aufsteigern seiner Zeit gehörte, die aus den chaotischen Jahren der Bürgerkriege das Beste gemacht hatten und im richtigen Moment die Seiten wechselten. Das bedeutet aber nicht, dass seine Karriere lediglich dem Glück zuzuschreiben ist. Es stand auch einiges an Kompetenz dahinter. Dies ist allein schon daran zu erkennen, dass er in eine so angespannte Gemengelage wie eben dem damaligen Gallien beordert worden ist. Wenn Augustus nicht genug Vertrauen in seine Fähigkeiten gesetzt hätte, wäre das sicher nicht so geschehen. Dies ist vergleichbar mit der späteren Einsetzung des Varus. Und das werden wir uns ja in einer separaten Folge noch einmal ganz genau anschauen, weil Varus war ja auch vorher in Palästina, wo er auch einen Aufstand niederschlagen musste, der aber leider durch einen misslichen Umstand eines seiner Untergebenen auch selbst ausgelöst worden ist, muss man so sagen. Und das waren für die Zeit des Augustus, wenn es um diese frühen Provinzen oder um die Gebiete ging, die noch nicht so lange ins Römische Reich eingegliedert gewesen sind, so eine Art Krisenmanager, könnte man eigentlich sagen. Bei allen Vorwürfen und Schuldzuweisungen, welche man später gegen Lollius und Varus hervorbrachte, hätte es unzählige unbedeutendere Provinzen gegeben, wo man diese hätte hinbeordern können, wenn es ihnen im Vorfeld an bestimmten Fähigkeiten oder auch Kompetenzen gemangelt hätte. Doch wurden diese beiden, ähnlich wie noch heute bei der Bewertung des Lebens wichtiger Persönlichkeiten, mehr an ihren großen Niederlagen bemessen als an ihren Erfolgen. Ich habe mir jetzt überlegt, hier einen kleinen Cliffhanger mal einzubauen. In der kommenden Folge werden wir uns dann die Niederlage des Statthalters Marcus Lollius einmal genauer anschauen und dabei auch die spärlichen Quellen zu diesem Thema auswerten, weil leider ist über die Niederlage des Lollius nicht so viel bekannt, dass wir die in dem Detailgrad einordnen können oder die auch bewerten können, wie wir das uns heute wünschen würden. Wenn ihr aber wie immer bestimmte Fragen habt zu diesem Thema oder auch schon Hinweise geben wollt, vielleicht für folgende Episoden, wo ich vielleicht einen bestimmten Fokus drauf legen sollte, oder Sachen, die euch schon seit längerem zu diesem Themenkomplex, und schreibt auch gerne schon Sachen für ganz viel spätere Folgen wie Varusschlacht und sowas, das bitte alles in den Kommentarbereich rein. Lasst mich das alles wissen. Ich bin für jeden Hinweis, für jeden Ratschlag immer dankbar. Bisher standen fast nur gute Sachen in den Kommentaren. Und vielleicht wird daraus ja auch mal eine ganz eigene Folge, ne? Also ich habe ja jetzt auch schon Folgen in Produktion oder sogar auch schon hier auf dem Channel hochgeladen, die nur auf Kommentare oder Hinweise von meinen lieben Followern zurückgehen. Ich hoffe jedenfalls, euch hat diese Folge hier gefallen. Wie immer, ihr kennt natürlich eure Aufgabe, lasst einen Like da und wenn ihr es nicht schon längst getan habt, natürlich auch ein Abo. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald.